draußen. Wie schön, dass ihr zu meiner zweiten Folge von The Life of Lusmore eingeschaltet habt. Und heute ist es für mich so eine Sondersendung, weil es hat sich der Bürgermeister von Karlsdorf, Neutert, bei mir gemeldet. Ich habe, kleiner Hintergrund, ich habe letzte Woche ganz, ganz viele Leute angeschrieben, um sie mal zu fragen, wie es ihnen geht, wie sie sich quasi die Zeit vertreiben, wie die Situation ist. Und unter anderem habe ich, wie gesagt, Nachricht bekommen von unserem Bürgermeister Sven Weigt. Und deswegen, Sven, hier deine Message für die Leute vor dem Bildschirm. Hallo zusammen auf Jennifer Lusmores YouTube-Kanal. Jennifer hat mich gebeten, Ihnen und euch als Bürgermeister ein kurzes Statement zur Lage zur Corona-Krise in Karlsdorf-Neutert zu geben. Wir nutzen zurzeit alle Möglichkeiten, um Sie und euch zu informieren und hoffen und bitten darum, dass wir gemeinsam schnellstmöglich diese Krise bewältigen können. Für mich persönlich kommen die letzten Wochen vor wie eine Ewigkeit. Der Virus war zunächst weit weg und plötzlich war er da. Wir haben begonnen, Veranstaltungen abzusagen. Es fanden keine Termine statt. Besuche im Rathaus gehen nur noch auf Terminvereinbarung. Kindergärten, Schulen sind geschlossen. Und besonders einschneidend ist auch die Regelung, dass Beisetzungen nur noch im engsten Familienkreis mit maximal 10 Personen unter freiem Himmel stattfinden dürfen. Ich finde es richtig, dass nunmehr auch der Bund ganz konsequent Regelungen für ganz Deutschland zur Betretung des öffentlichen Raumes getroffen hat, denn nur so können wir gemeinsam diese Krise bewältigen. Die Lage ist ernst, aber wie ich finde, nicht hoffnungslos. Und eine Krise hat auch immer seine guten Zeiten, denn wir merken und spüren, dass jeder von uns wichtig ist, dass jeder seinen Beitrag leisten kann und muss, damit wir gemeinsam diese Krise bewältigen können. Als Bürgermeister bin ich auf unsere Gemeinde unglaublich stolz. Egal wie einschneidend unsere Maßnahmen in den letzten Wochen waren, wir haben weitestgehend Verständnis erfahren. Menschen wollen alles richtig machen. Sie rufen an, stimmen sich mit uns ab und ganz besonders freut mich, wie viele Menschen ihre Hilfe anbieten. Es gibt mittlerweile zahlreiche Ideen zur ehrenamtlichen Unterstützung. Es gibt Aktionen zur Aufmunterung in dieser schweren Zeit. Und so etwas ist auch dieser YouTube-Kanal. Und genau das brauchen wir in den nächsten Wochen. Neben Kraft, Geduld, Besonnenheit und vor allen Dingen ganz viel Solidarität in allen Lebenslagen. Die letzten Tage werde ich immer mal wieder darauf angesprochen, warum ich denn auf unseren Pressefotos noch so lächeln würde. Die Lage wäre doch sehr ernst. Ich persönlich bin der Meinung, ein Lächeln verbreitet Optimismus und genau das ist es, was wir jetzt brauchen. Und denken Sie mal drüber nach, ob Sie trotz Abstandsregelung den Menschen, den Sie treffen, ein Lächeln schenken. Es tut den Menschen gegenüber gut und ich glaube, es tut Ihnen auch gut. Bleiben Sie zu Hause, soweit es geht, halten Sie Abstand und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Nutzen Sie unsere Homepage, nutzen Sie unseren Facebook-Kanal. Dort werden wir Sie auch in den nächsten Wochen umfassend über alle Dinge informieren, die Sie wissen müssen und vor allen Dingen die Regularien, die Sie einhalten sollen. Bleiben Sie gesund, Ihr Bürgermeister Sven Weigt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank nochmal für deinen Beitrag und vor allem finde ich es auch cool, weil viele andere Gemeinden, die ich noch nicht kenne, jetzt einfach auch nochmal besser kennengelernt haben über dein Statement, was ich sehr, sehr, fand es toll, dass du dich auch gemeldet hast. Also vielen Dank, Sven Weigt, an dieser Stelle. Ich habe unter anderem auch andere Leute gefragt, wie es ihnen momentan so geht, auch meine Students, die ich in folgenden Fächern unterrichte: Moderation, Gesang, Präsentation oder eben im Sport. Und unter anderem habe ich auch mit Jessica Bayer gesprochen, die momentan an vorderster Front kämpft. Sie ist nämlich Krankenschwester. Und was sie dazu zu sagen hat, seht ihr jetzt. Hi, mein Name ist Jessie.
Ich arbeite als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der geschlossenen Psychiatrie. Und die Jenny hat mich gefragt, ob ich mal ein bisschen erzählen könnte, was denn so momentan Lage ist bei uns, wie wir uns fühlen, wie so die Situation derzeit für uns ist. Also momentan fällt uns vor allem auf, dass wir zumindest bei uns in der Psychiatrie, das möchte ich nicht auf alle Bereiche beziehen, aber bei uns ist so, dass wir mehr Zeit für unsere Patienten aufbringen können aufgrund der reduzierten Aufnahmen. Wir haben viel mehr Zeit für Bezugsarbeit, für Gespräche, für zum Beispiel Ausgänge mit den Patienten und uns effektiv mit denen zu beschäftigen, was sich für uns natürlich sehr schön darstellt und sich auch widerspiegelt im Befinden unserer Patienten. Außerdem haben wir bemerkt, dass es sehr viel Rückhalt und Unterstützung innerhalb der Pflege gibt. Die Kollegen kümmern sich umeinander, es wird füreinander gesorgt und nacheinander geschaut. Also denen, denen es nicht so gut geht oder die vielleicht auch Medikamente nehmen müssen oder gesundheitlich nicht mehr so fit sind, werden ausgeplant, so gut wir können. Wir übernehmen die Dienste und sind einfach darauf bedacht, dass es jedem gut geht und dass wir alle gut durch die Zeit kommen. Des Weiteren ist es natürlich schön zu merken, dass es in der Gesellschaft gerade eine wahnsinnige Anerkennung gibt für uns, was wir leider sonst eher selten erfahren. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn diese Anerkennung auch nach der ganzen Krise bestehen bleibt und dass vielleicht auch das Ganze was Positives mit sich bringt, im Sinn von, dass es einen Umschwung gibt bezüglich der Konditionen für die Pflege. Vor allem finden wir es schön, dass auch die Patientenversorgung derzeit im Mittelpunkt steht. Also, es ist nicht mehr nur so wichtig, dass die Krankenhäuser schwarze Zahlen schreiben und dass alles finanziell im Lot ist und alles gut dasteht, sondern dass es wirklich um den Patienten geht und um die Versorgung und dass wir so vielen Patienten wie möglich dann auch helfen können, wenn es soweit ist. Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu The Life of Lucemore, diesmal in einer Sonderausgabe in dieser sehr turbulenten Zeit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Geduld, Hoffnung, Ausdauer und gute Hobbys, denen ihr jetzt quasi frönen könnt, auch wenn der Radius gerade momentan vielleicht ein kleines bisschen kleiner ist. Okay, in diesem Sinne, bleibt gesund und bis Mittwoch.